Hallo, liebe Versicherungsfreunde, mein Name ist Dennis Juraschuk, das hier ist mein Versicherungskanal und heute beschäftige ich mich mit der Frage, was ist eigentlich genau eine Online-Beratung oder eine Videoberatung? Welche technischen Mittel benötigst du, um daran teilzunehmen und letztendlich, welchen Mehrwert hast du, wenn du eine solche in Anspruch nimmst? Bleib dran, die Antworten gibt es direkt hier nach dem Intro. Hier neu auf diesem Kanal ist, der lässt mir doch hier unten bitte ein Abo da. So verpasst ihr keinen Content mehr von mir, was ich for free raushaue und ihr habt eigentlich wöchentlich neue News rund um Versicherungen. Ich wette, dass viele von euch schon längst eine Online-Beratung mit mir oder mit einem anderen Versicherungsmakler in Anspruch genommen haben, ohne dass sie sich vielleicht so richtig dran erinnern. Es reicht ja, wenn man einfach mal miteinander telefoniert und auf diesem Wege letztendlich dann auch zu einer Einigung kommt, zu einem Ergebnis oder gar zu einem Abschluss kommt. Ja, wir sind also technisch so in der Lage, das Ganze dann auch direkt umzumünzen. Dafür brauchen wir oftmals einfach nur euer Okay und das können wir uns auch einfach über das Telefon holen. Die Maklervollmacht im Hintergrund, die erlaubt es uns dann auch für euch, Verträge abzuschließen, zu vergleichen, Infos einzuholen. Und das ist letztendlich auch schon eine erste Online-Beratung. Die Weiterentwicklung daraus heißt dann Videoberatung. Dort treffen wir uns face-to-face in einem Kanal. Und das Einzige, was ihr dafür benötigt, ist entweder ein Tablet, ein Laptop oder sogar nur ein Smartphone. Wichtig ist, dass eine Kamera integriert ist, aber ich glaube, das ist heute ja absolut bei jedem Gerät so gegeben. Von da an, let's go. Ihr müsst nichts installieren, ihr müsst nichts downloaden. Die Videoberatung funktioniert total easy. Ich schicke euch eine E-Mail zu. Dort ist ein Link mit drin. Ihr klickt drauf und schon sind wir in einem Channel miteinander verbunden. Ja? Nichts Kompliziertes, es ist für euch so einfach wie möglich. Und ihr entscheidet letztendlich auch, ob ihr eine solche Videoberatung überhaupt machen möchtet. Ansonsten gehen wir wieder einen Schritt zurück, machen die Online-Beratung herkömmlich, einfach telefonieren, man hört sich, sieht sich nicht. Das überlasse ich jedes Mal euch, das wird individuell angepasst, so wie ihr das letztendlich haben möchtet. Weiterer Vorteil der Videoberatung ist auf jeden Fall, dass ich euch auf meinen Bildschirm schalten kann. Das heißt, ihr seht, was ich gerade mache, so kann ich euch jederzeit zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich kann euch Preise auflisten, zum Beispiel, wenn ihr ein Angebot haben wollt, ohne dass ihr letztendlich dafür was tun müsst. Ich komme nicht auf euren Bildschirm, das ist klar, das ist so geregelt, aber ich lasse euch bei mir mit drauf, wir sprechen drüber. Ja, und so funktioniert letztendlich eine Videoberatung. Ihr sucht euch die Themen aus, die für euch wichtig sind und so treffen wir uns online. Und falls ihr etwas dingfest machen wollt, falls wir etwas zusammen abschließen wollen und dafür ist dann eine Unterschrift notwendig, dann funktioniert das völlig rechtskonform per digitaler Unterschrift auf eurem Smartphone. Papierlos, schont noch die Umwelt und letztendlich kann das von überall aus in der Welt von euch geleistet werden. Das Einzige, was ihr braucht, ist das Tablet oder das Smartphone. Leute, ihr seht also, eine Online- oder Videoberatung hat absolute Mehrwerte für euch. Ich fasse nochmal zusammen. Ihr habt eine absolute Zeitersparnis. Ihr müsst nicht mehr zu mir ins Büro kommen. Ihr könnt das auch im Endeffekt von zu Hause aus machen. Und da sind wir schon bei Punkt 2, die Bequemlichkeit. Ja, das heißt, auf der Couch liegend, auf der Sonnenterrasse draußen, völlig egal. Ihr entscheidet, von wo aus das Ganze stattfindet. Und ihr entscheidet auch, ob wir uns überhaupt face-to-face sehen oder das Ganze herkömmlich auf telefonischem Wege ablaufen soll. Ja? Ihr braucht einfach nur eine gute Internetverbindung und eine gute Technik habt ihr sowieso, weil ihr alle ein Smartphone mit integrierter Kamera doch sowieso habt. Also es ist völlig easy, probiert es aus. Ich biete es euch an, auch über Corona hinaus, das ist ganz klar. Vielleicht sehen wir uns dann auch wieder im Büro, das möchte ich auch auf Dauer nicht missen, aber es wird definitiv ab sofort eine dauerhaft konstante Online-Videoberatung mit mir geben. Ihr sucht euch die Themen aus. Ich werde in Zukunft auch noch einen Online-Terminkalender dazu schalten, werde ich nochmal extra erklären und dann sind wir absolut auf gutem technischen Niveau. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze in Anspruch nehmen würdet. Ich würde mich genauso gut freuen, wenn ihr ein Like bei diesem Video hier unten da lasst.
Das hilft mir, meinen Kanal wieder weiter auszubauen. Ansonsten kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ciao.